Alter! Du bist ein bisschen faul. Ja, gut. Also er hat ja jetzt mal gerade bewiesen, dass er das auch kann. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Evil Within. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Wir wollen natürlich auch direkt weitermachen mit dem 6. Kapitel. Drücke ich mal schnell auf Weiter, um zu dem heiß ersehnten Ladebildschirm zu kommen. Ja, wir verlieren uns, heißt das Kapitel. Sind wir mal gespannt. Etwas erschreckt. Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja. Das sagt irgendwie, glaube ich, die Richtige. Wenn man der Frau ja auch so trauen kann. Kurz nachladen, wo wir schon hier sind. Was war jetzt hier? Könnte ich gerade irgendwas machen? Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Okay. Okay, was für ein Grund hat... Was für ein Grund hat das jetzt, dass wir... das lesen, wissen konnten. Steht ein PC. Okay, jetzt hat sich hier anscheinend nicht großartig was verändert. Schlüssel habe ich keine besonderen. Und Madame hat hier wieder alle Türen verriegelt und verrammelt. Ey. Was denn jetzt? Wo ist sie hin? Ja, ich kann nichts öffnen, weil ich keinen Schlüssel habe. Bisschen verkackt. Ein tut sie mich jetzt aber, ne? Eben, oder? Geht's drauf? Okay. Alles klar. Ich habe anscheinend die Leertaste eben gerade nicht doll genug gedrückt. Ich dachte schon, die hat uns eingesperrt. So, Madam. Hast du sowas zu sagen? Nö, außer dass ich speichern kann. Aber das brauche ich ja nicht, weil wir ja gerade erst angefangen haben, nicht wahr? Dann suchen wir uns, glaube ich, am besten einfach mal wieder einen Spiegel. Da geht's bestimmt doch schon weiter, ne? Okay, ich kann den Spiegel nicht benutzen. Die Türen auch nicht öffnen. Was ist denn jetzt? Jetzt soll ich hier nicht lang, oder was? Doch, da lässt du mich rein. Er vor allen Dingen. Es, wie auch immer. Gibt's hier denn was Neues? Nö. Nicht wirklich. Aber warum durfte ich da jetzt nicht rein? Vielleicht muss ich ja durch einen anderen Spiegel gehen. Ich hab das mit den Spiegeln noch nicht so ganz raus. Hm. 9000. Ich will noch gar keine Verbesserung machen. Was ist denn jetzt hier los? Ich könnte wetten, ich muss wahrscheinlich speichern. Damit ich weiterkomme. Ne, untersuchen.
Fotos. Fotos? Hab ich gesagt gerade eben schon. Eine Kirche. Das ist von dem Zeitungsartikel. Hallo? Ich kann mich bewegen. Oh mein Gott, wie ich das mag. Scheiße. Was ist hier jetzt los? Was war das? Wenn ich das wüsste. Tür ist zugegangen. Alter. Hat sie sich da verkrochen hinten? Oh mein Gott. Sie steht wieder vorm Spiegel oder was? Boah, wenn ich diese Ekelviecher da schon wieder sehe. Was stimmt hier nicht? Hä? Seit wann ist hier ein Keller? Okay, seit eben anscheinend. Gerade der Ernst. Oh mein Gott. Hä? War er nicht gerade noch hier? Oh mein Gott, was? Wer oder was war das eben? Hier ist nichts, was wir irgendwie verwenden können. Die Türen gehen alle nicht auf. Wenn ich den Typen schon wieder gesehen habe, denke ich nicht, dass ich genug Munition habe. Scheiße, Mann. Ich brauche eine Pumpgun. Oh, ich dieses Atmen höre. Wer atmet da so? Das hört sich nach was Weiblichem. Ach, Leslie. Leslie. Sebastian? 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 Oh mein Gott. Hä? Jetzt bin ich hier. Der Herrlich! Oh, oh, oh. Gut. Wir werden ja hoffentlich gleich rausfinden, wo wir sind. Aber erstmal ein bisschen Muni. Helles Licht. Mal nicht nur Dunkelheit. Das ist da auch schon mal schön. Man gar nicht. Tja. Im ersten Augenblick würde ich jetzt einfach mal sagen, schön. Ich glaube aber nicht, dass mich hier irgendwas Schönes erwartet. Oh Gott.
Genau wie auf den Fotos. Ja. Okay, wir gucken uns hier noch mal ein bisschen um. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen, was wir vielleicht mitnehmen könnten. Weil theoretisch Munition. Okay, wir können hier hochgehen. Seile. Runterklettern. Da ist Muni. Okay, ich bin jetzt den ganzen Weg für zwei Patronen. Aber die könnten lebensrettend sein, nicht wahr? Gut, gehen wir runter. So, und dann mal auf zu dem Ort. Aber es ist echt ganz erwärmend, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man hier echt mal so ein bisschen Helligkeit hat. Natürlich soll das wahrscheinlich diese Untoten oder Besessenen nicht davon abhalten, hier irgendwas zu machen. Allein da hängt ja schon wieder einer. Kann ich die anzünden? Jo. Hat der auch mal seinen Rest. Liges Dasein an dem Ding hinter sich. Oh Gott. Und schon wieder hängt hier so eine Statue. Wie bei den Mäusen. Schüsse. Okay, entweder ist da jemand in Gefahr. Oh, Scheiße. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Oh. Da rein. Auf geht's. Mit Molotow-Cocktails. Wieder eine? Scheiße. Das sind ein paar wenige. Auf mit dem Scheißding. Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Oh Gott, wieso? Scheiße, wo trete ich die denn hin? Dreckige Kacke. Naja, so wie ich die hin und her schiebe hier, kann das ja gar nichts werden. Scheiße. Ja, das war völlig umsonst. Und nur weil ich die Dinger so scheiße in die Ecke geschoben habe. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Einen Moment, halt sie von mir fern. Völlig umsonst die ganze Kacke. Ja, jetzt müssen die Bolzen ran. Leck mich. Hat es! Weg hier!
Ja, weg hier ist gut, ey. Da können die nicht durch. Oder und das ist eine Spritze, das sieht gut aus. Neuer Gegenstand. Kältebolzen. Ein Sprengkopf für die Qualen am Brust der getroffenen Gegner vorübergehend durch Kälte erstarren lässt. Abgesehen von bestimmten Gegnern bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander. Okay, gute Waffe. Aber erstmal muss ich mir die Spritze setzen, sonst überlebe ich die ganze Scheiße nicht. Hier noch ein paar Bolzen. Ein bisschen Muni. Ich hole mal die Schrot raus. Mehr dafür? Ich dafür noch? Nein. Nur noch hierfür. Mach hin, ey! Ich bin in die Falle. Halten Sie auf! Da sind doch... Wenn du Zeit zum Beschweren hast... Was? Ich hab überhaupt nicht Zeit. Ist Muni. Hier fällt überall wieder Muni rum. Scheiße. Oh, Scheiße. Komm, hier war noch ein Muni. Oh ja, lass dich attackieren, ey. Bloß weil du erschöpft bist. Munition alle. Kotzen. Ja, Meister, wenn du da noch länger brauchst, dann ist hier eh gleich Ende. Jetzt offen, jetzt offen. Sebastian, los jetzt. Ja. Wir können abhauen. Alter Schwede. Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Oh Mann, dann machen wir mal hin hier. Oh. Eine Sniper? Okay, Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Okay. Na, damit haben wir aus der Entfernung auf jeden Fall schon mal. Okay, hier könnte ich jetzt wieder zurückgehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich brauche gleich wirklich alles, was ich da irgendwie an meinen Dingern da bereits gefunden habe. In Upgrades. Damit ich das überlebe. Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Das kann ich nicht genau sagen. Mich gruselt aber ein bisschen, dass du immer da bist, wo ich bin, wenn ich hier ankomme. So, ich muss nochmal auf den Stuhl. Und ich bräuchte Munition. Aber jetzt speichere ich wirklich mal ab. Kapitel 6, wir verlieren uns. So, 9000 haben wir. Dann sehen wir es noch verbessern. Ja, das passt. Kostet 9000. Spritzenwirkung. Und wieder raus hier. Schnell wieder rüber.
So. Okay. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Allerdings. Hier scheinen die auch überall rumzulaufen. Ich weiß auch nicht, wo wir unbedingt lang gehen sollten. Ne? Ich soll hier zwar nicht alle ausrotten, aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn ich einfach mal ein bisschen was absuche. Hier haben wir noch ein bisschen von unserem Super-Sekret und Munition. Apropos, wir haben noch eine Spritze, ne? Die hauen wir uns jetzt erstmal rein. Na, damit halte ich doch schon wieder ein bisschen durch. Ich habe so ein ganz doofes Gefühl, wenn ich die Hebel da sehe. Aber wir auch zum Entschärfen. Okay, Patronen für unser Scharfschützengewehr. Fuck, das Zombie. Runter lang. Jetzt sieht er mich ja gerade nicht mehr, ne? Doch, er sieht mich. Ey, guck an. Alter! Du bist ein bisschen faul. Ja gut. Also er hat ja jetzt mal gerade bewiesen, dass er das auch kann. Zwei Schläge. Hat auch nichts gegen so eine tolle Axt. So, ich glaube hier lang ist Quatsch. Okay, wir müssen einen höher. Munition alle? Scheiße. Okay, wie machen wir das jetzt? Da kommt gleich der andere. Eine Axt habe ich nicht. Kann ich nicht irgendwas herstellen? Doch, Steuerung, Bolzen herstellen. Ja, Bolzen wechseln. Okay, ein paar Bolzen habe ich jetzt wieder. Muss ich den erstmal weiter schmeißen lassen da. Weiß zwar nicht, warum der sich hier nicht bewegt. Dreh dich wieder um, Zombie. Dreh dich wieder um. Dann Schleichangriff. Gut. Das waren ja jetzt schon mal ein paar. Hier war schon wieder. So. Hier ist alles voll. Achtung, Zombie. Geh in Deckung. Sie schießen von oben. Was?
Geh in Deckung? Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Ach. Oh Mann. Welche Bolzen kann ich denn jetzt noch herstellen? Die. Das wollte ich gerade noch nicht. Ich wollte die herstellen. Gut. So. Alter. Renn hin da. Alter. Du kommst ein bisschen zu spät, mein Freund. Bisschen. Ist noch mehr Sachen, die ich nehmen kann, oder was? Axt. Toll. Bist du okay? Mach den anderen da auch kalt, komm. Geblendet habe ich sie ja nun schon. Das war's. Ich sterbe. Ich sterbe. Nicht. Stark verletzt. Bist du okay? Nein. Spritze mehr. Der Typ verreckt hier gleich. Bist du okay? Die schießen halt immer wieder auf uns. Okay, warte mal, wir müssen jetzt hier irgendwie wegkommen. Hier geht alles bergab. Da drüben können wir einfach nicht hin. Bist du okay? Da, den Typen kriege ich doch vielleicht mit einem gezielten Schuss weg. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ach du heilige Scheiße. Alter. Bist du okay? Nein. Immer noch nicht. Mach die Typen da kalt. Geht doch. Boah, ey. Das kann es. Munition alle? Ja, das scheint so. Hey.
Ich habe kaum noch Leben. Weißt du was, ich bin zu blöd jetzt. Ich muss hier bestimmt einfach nur irgendwo rübergehen. Ja. 100 Pro. Bist du okay? Boah, ich hab auch Pech. Ich kann ja nicht mal mehr treffen hier. Über die Munition! Das wird nicht besser hier. Komme ich darüber? Oh Gott. Dafür brauche ich das Snipergewehr. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Herrlich. Ein bisschen safen, ne, mein Freund? Nicht so nicht, lass mich durch. So, du machst die. Der ist auch tot. Hilfe. Ey. Oh, noch einer. Nicht ausruhen. Nicht ausruhen. Meine Fresse, mach ihn tot da. Ich hab keine Muni mehr, großartig. Munition alle? Oh, fuck.
gemacht. Schaffen wir. Schaffen wir. Oh, sehr gut. Zum Glück gibt es hier kein Friendly Fire, ansonsten hätte er mich, glaube ich, mit weggesäbelt. Herstellen. Ein Bolzen. Scheiße, ich muss von irgendwo hier irgendwas kriegen. Da, da, Muni. Boah. Los! Fuck. Ich bin voll mit der Munition? Ich bin also alle verarschen. Jetzt bist du aber tot. So, V, das Snipergewehr, wo ist es? Da kommen wir nochmal auf. Genau. Dann hau ich dich weg. Ah, 1:1, mein Freund. Was zum Teufel? Dachtest du, war? Scheiße. Scheiße! Können wir darüber nicht reden? Irgendwie nochmal? Ich meine, ich kenne einen Chirurgen. Oh. Oh ja, das ist die Idee. Oh, mein Sprint-Dingen muss ich wieder erholen. Ja, ja, gut, 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 gut. Der lässt sich durch gar nichts schocken. Nicht durch Feuer, nicht durch eine Granate. Wie habe ich die denn letztes Mal kaputt gekriegt? Ah, ich sehe schon. Ich glaube, ich krieg da hinten immer wieder neue Moon. Oh, endlich. Endlich. Ich glaube es nicht. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Alter, laber du mich jetzt nicht voll. Wo warst du mal wieder, als ich hier die ganze Kacke gemacht habe? Alter Schwede, ey. Das kannst du echt keinem erzählen. Erstmal wieder zur Pistole wechseln. Gott. Munition. Munition ist gern gesehen hier. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Einen anderen Weg? Wir gehen jetzt ja gerade schon die Treppen hoch. Wir müssen nicht unbedingt mit dem Aufzug fahren, nicht wahr?
Das also hat ihn blockiert. Achso, Streichhölzer. So. Dann werden wir dich mal verschmelzen. Gestattest doch, wenn ich kurz vorher mal probiere, hier noch ein bisschen was abzugreifen. Hey, es ist wahrscheinlich wieder der Spiegel. Nee, ein Buch. Die Musik. Schlimm. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen, aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Okay. Also ist er auch Vater jetzt. Oder ist er es noch nicht? Ich weiß gar nicht, welches Datum wir heute haben. Keine Ahnung. Gut, er wartet schon im Fahrstuhl auf uns. So, hoch geht's. Da dieses Kapitel etwas länger dauern wird, werde ich es mir nicht nehmen lassen, doch einen Cut zu setzen und alles weitere in einem zweiten Teil vorzuführen. Ich hoffe, ihr seid auch da mit dabei. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Gunshot.